Folge Nummer 3 bei Bloodborne und ich bin zumindest zum Start wieder alleine. Ich weiß nicht, ob die Brina zwischendurch nochmal rüberkommt, aber wir fangen erstmal wieder alleine an. Dennis ist noch nicht dabei, weil ich es noch nicht gefixt bekommen habe. Wird aber mit Sicherheit in einer der nächsten Folgen jetzt passieren. Denn wahrscheinlich wird das die letzte Folge erstmal für diese Aufnahmesession sein. Aber lasst euch einfach überraschen. So. Die Gegner hier können ja eigentlich wirklich gar nichts. Ich meine, die droppen hier sogar wieder Blutfiolen. Das ist mega praktisch. Was habe ich an Munition? 10 Stück momentan. Ja, ich muss diesmal einfach auf dem einen Vorplatz ein bisschen vorsichtiger sein und dann sollte das eigentlich alles kein Problem. Kann ich den von hier oben hauen? Nein, kann ich nicht, aber... Aua. Aua. So, den da unten haben wir noch. Ich heile mich trotzdem mal eben. Alles klar. So. Die da hinten sind noch am Patrouillieren. Dann machen wir vorher... Hier war doch einer, oder? War hier noch? Ne, hier oben war... Stimmt, hier oben war gar keiner. Hier oben war Ruhe. Wo ist denn die Patrouille, die hier langkommt? Was haben wir hier für einen Hinweis gehabt? Vorsicht, Greifangriff? Den Greifangriff. Ach ja, hier war ja noch jemand, der hier rumsitzt. Und warum auch immer nicht aufstehen möchte. Ich meine nicht, dass es so schlimm wäre, dass der irgendwie keine Lust hat zu kämpfen, aber... Hi. Darf ich dich bitte anvisieren? Das kann ich vernünftiger ausweichen. So. Ist die Patrouille jetzt mittlerweile hier mal durchgelaufen? Ja, da unten ist sie. Wird der jetzt mal eben in den Rücken fallen. Ach, guck mal. Hier sind noch... Ja, super. Einfach mal wieder nicht aufgepasst. Ich dachte, die Patrouille wäre schon durch zur Seite. Aber nein, war sie nicht. Also jedenfalls nicht komplett. War dann noch ein? Nee. Aber ich meine, da links hatte ich einen gesehen, oder nicht? Habe ich mich da verguckt, dass die da vor... Doch. Also hatte ich nicht. Hätte mich auch ganz stark gewundert, wenn ich mich so sehr versehen hätte. Aber irgendwie war ich der Meinung, ja, wenn ich da einen sehe, dann sind die mit Sicherheit alle schon durch, aber... Ich weiß gar nicht, ob die bewusst gerade auf mich gewartet haben oder ob die da... irgendwie halt einfach so standen. So. Das sind verdammt viele. Das hatte ich eben irgendwie relativ sinnvoll gemacht, als ich da oben lang gelaufen bin. Was heißt eben? Also für mich eben, für euch gestern. Da habe ich die ja so schön hochpullen können. Nein, falsche Taste. Eben einmal voll heilen. Kein Risiko eingehen. Kein Risiko eingehen. Kommt ihr oder geht das nur? Doch, er kommt. Die Waffe ist schon echt geil. So, die haben wir. Kümmern wir uns mal kurz um die hier. Eigentlich hätte ich da auch einen Molotow benutzen können. Fällt mir gerade mal so auf. Habe ich ja wieder 5. Aber gut. Hat so ja auch funktioniert. Ich frage mich, wo der Hund herkommt, der mir eben so zugesetzt hat. Weil den habe ich da nicht rumstehen sehen. Kann ich so weit werfen? Nein, kann ich nicht. Oh, shit. Jetzt
Jetzt habe ich Molotow wieder gewastet. Okay, Dennis schlägt mir gerade vor, dass ich die Steinchen benutze zum Anlocken. Machen wir das doch mal. Ich frage mich nur. Ne? Oh, 3 Schaden. Hey, so viel kann ich auch mit meinen Fäusten machen. Das ist richtig. Mit meinen Fäusten komme ich da nicht dran. Ja, jetzt gehe ich doch mal hier hinten eben runter. Da habe ich eine bessere Übersicht über das, was vor mir passiert. Als wenn ich das von hier oben oder von hinten mache. Dann sehe ich auch, wenn der Hund wieder auf mich zugelaufen kommt, weil alles andere war... Ah, das ist die Patrouille, die da unten neben war. Also, einmal herkommen bitte. Ach, ich habe die Patrouille rechts gepult. Oh, ja, so groß ist die Reichweite da unten. Zug lang. Sehr gut. Ja, ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist. Ich hatte dazu gar nichts gesagt. Man sieht ja meinen Lebensbalken oben immer. Und ich werde ja dann doch ab und zu mal getroffen. Und dann bewegt sich der Lebensbalken ja eigentlich nach unten. Hat dann aber ja irgendwie trotzdem noch so einen zweiten Rahmen. Beziehungsweise hat so einen Zwischenpunkt drin. Und ja, dann nehme ich, beziehungsweise wenn ich dann zuschlage, dann kann ich eben genau das Leben, was ich dabei verloren habe, wieder regenerieren. Oder ich weiß nicht, ob das exakt dasselbe ist. Ich glaube, es ist ein bisschen weniger, aber auf jeden Fall kann ich mich zumindest teilweise wieder regenerieren. Ich bin tot, ja, bist du. So. Ich möchte diesmal eigentlich keine Munition wasten. Wir machen ja diesmal so. Hund schon irgendwie im Anmarsch? Nee, der komische Hund kommt noch nicht. Haben wir jetzt noch den einen Schützen da unten? Okay, was haben wir da gefunden? Kommt hier was? Ich möchte... Nee, kommt gerade nichts. Daraus können Blutechos gewonnen werden, okay? Also sowas wie die Seelen. Okay, da unten haben wir jetzt wieder so eine Dreiergruppe. Was brennt da eigentlich? Ich würde da voll gerne ranzoomen können, aber es geht nicht. Hallo ihr da unten. Kommt doch mal hoch. Nein? Na gut, dann nicht. Hier oben hat auch noch was fallen gelassen. Können wir uns mal noch eben holen. Da ist der Hund. Wo kam er denn jetzt her? Aber der Hund kam von einer anderen Position. Ich weiß nicht, ob das derselbe war. Wobei es natürlich sein kann, dass der irgendwie von oben runterkam beim letzten Mal. So, zum einen habe ich jetzt hier noch ein paar Sachen zum Einsammeln. Irgendwas war da. Irgendwas habe ich doch gerade gehört. Oder täusche ich mich? Oh, ich habe die maximale Anzahl an Kugeln, glaube ich. Wenn ich das so, oder auf jeden Fall ist die Zahl jetzt so blau hinterlegt. Okay, tatsächlich kann ich 20. Irgendwas ist hinter der Tür. Irgendwas ist hinter der Tür. Okay, wir gucken uns, bevor wir das, den Gegenstand da aufheben, gucken wir uns nochmal weiter um. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sobald ich den Gegenstand loote, die Tür aufgeht. Ich will vorher vor allem einmal gerade schauen, hier haben wir einen anderen Spieler. Aber vor allem möchte ich die Gruppe hier eben noch töten. Aua. Wow. Der hat gerade richtig gut zugeschlagen. Das habe ich ein bisschen unterschätzt. Ich bin gerade so ein bisschen übermütig. Weil die Gegner bis jetzt, selbst wenn sie mich getroffen haben, meistens keinen Schaden gemacht haben. Der eben schon. So, alles klar. Dann gucken wir uns eben einmal hier oben um. Schauen wir mal, was uns hier oben noch erwartet.
Wobei, Hinweis. Fürchte dich vor Angreifer. Ja, dauerhaft. Das sieht mir aber zu sehr danach aus, als ob es da weitergehen würde. Wir gucken jetzt einfach mal, was beim Tor passiert. Im Zweifelsfall kommt da gleich irgendwas rausgestürmt und ich bin einfach instant tot. Nö, wir bekommen einfach zwei Blutfiolen und das war's. Kann ich an der Tür selbst was machen? Nein. Kann die Tür auch nicht irgendwie, also ich habe nicht mal die Option, sie irgendwie zu öffnen. Ist wahrscheinlich auch besser so. Ich will gar nicht wissen, oder ich werde noch früh genug herausfinden, was sich hinter der Tür befindet. So, irgendwas hier mit Angreifer sollen doch hier kommen. Ja, guck mal, wenn wir da rechts runter gucken, werden wir es doch bestimmt gleich schon sehen. Hm, nee, noch nicht. So weit können wir nicht schauen. Da liegt was. Hier so eine Scherbe, die zum Waffen aufbessern war. Was? Ach, das ist wieder so ein Fetter, den wir unten schon mal gemacht haben, wenn ich das richtig sehe. So. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich ein bisschen mit Munition arbeiten werde, weil wir finden ja doch momentan ein bisschen mehr und ich kann keine neue mehr aufheben. Irgendwie erwarte ich hier eigentlich wieder irgendwo zumindest mal wieder ein Leuchtfeuer bzw. eine Lampe. Aber noch sehe ich hier nichts. Sorry, ich muss mich mal ganz kurz zum PC drehen, weil ich ein wenig verwundert war über die Tonspur, aber ist alles in Ordnung. Oh Gott, was seid ihr? Was seid ihr? What the fuck? Okay. Ich glaube, ich kümmere mich erst um den Typen rechts. Ja, ich kümmere mich erstmal um dich. Du bewachst auf jeden Fall zwei Items. Ist das derselbe Typ? Nein, das ist nicht derselbe Typ. Oh Gott. Aua, au, au, au. What the fuck? Das war unangenehm. Der hat absolut kein Leben. Also den hätte ich nicht viel häufiger treffen müssen. Aber einmal in der Schlagkombo tötet er mich instant. Also ich konnte nicht mehr ausweichen oder sonst was machen. Ich hätte, so wie ich es eben schon gesagt habe, einfach mit Munition arbeiten sollen. Man irgendwie 10 Schuss drauf oder so, der hätte wahrscheinlich nie so viel Schaden davon bekommen, aber dann hätten im Zweifelsfall meine Schläge ausgereicht, um ihn zu töten. Und vielleicht hätte ich mich doch vorher nach einer zweiten Lampe umgucken sollen, weil so darf ich jetzt den ganzen Weg nochmal machen. Ich meine, es ist jetzt nicht so viel und ich muss mich ja jetzt auch nicht mehr groß umschauen. Aber es ist halt schon ein bisschen was zumindest. So. Solange ich die Gegner kenne, muss ich ja nicht so vorsichtig sein. Also natürlich darf ich mich nicht irgendwie von dem backstabben lassen, wobei ich das bis jetzt noch nicht gesehen habe, dass das funktioniert. Also weder ich konnte irgendwie backstabben, noch wurde ich bis jetzt gebackstabbt. Aber eigentlich geht das in Dark Souls oder in Souls spielen ja immer. Kann ich irgendwas aufheben? Ah ne, konnte ich nicht. Kann ich erst da unten beschießen? Kann ich so. Hier schlafen bestimmt Leute. Wäre ich dir sehr verbunden. Blutfiolen gefunden. Hier hat doch noch irgendeine Leiche da. Nochmal Molotov-Cocktail. Aber noch was? Ne, das war nur Geist und eine Notiz, die da noch ist.
Da oben war nichts, erinnere ich mich gerade. Dennis überlegt. Ist ein was für ein Element? Aua, wo kommt. Ach, das war der. Ah, hab ich vergessen. Okay, also Dennis überlegt gerade, ob er mir ein spielerisches Element, was mit dem Kampfsystem zusammenhängt, verraten soll. Okay. Ich wüsste jetzt gerade nicht, was ich hier noch vergessen haben sollte. Okay, also ich soll auf eine Bestie schießen, während sie in der Schlaganimation auf mich ist. Also auf ein Tier wirklich, nicht auf einen Menschen. Okay. Huch, halt. Ah, der knickt irgendwie zusammen. Ne, das hat er trotzdem nicht gemacht. Okay. Ja. Ja. Ich schlag lieber direkt zu. Okay. Okay. So. Ihn hier hinten machen wir noch eben. Wer schreit hier eigentlich so? So, jetzt gehen wir wieder nach unten. Ne, Molotow muss ich dann nicht benutzen momentan. Ach ja, aber stimmt, ich könnte wieder Kieselsteinchen werfen. Komm her. What the fuck? Alles klar, jetzt haben wir die Backstab. Oder die, es war ja kein Backstab, wir haben es ja nicht von hinten gemacht, aber die Execute-Animation gesehen. Wundervoll. Damit arbeiten wir alleine, weil es so cool aussieht jetzt. Ich muss näher dran stehen. Ich mach das nicht. Okay. Oh. Aua. Schildtypen. Ich hasse Schildtypen. Die sind echt einfach nur nervig. Nein, da komme ich nicht runter. Wenn die wenigstens, während ich noch so weit entfernt bin, einfach mal ihr Schild runternehmen würden und einfach zu mir kommen würden. Nein. Ja, ich weiß, dass ich den einfach ins Gesicht schlagen kann, aber... Wo ist der Schildtyp jetzt hin? Ach, da steht er. Wow. Haben wir nicht aufgepasst? Ja, jetzt... Da sind wir wieder tot. Wird Zeit, wieder einen Schluck zu trinken. Ich hätte den fiesen Fettsack eben nicht machen sollen. Ich wette, da wäre irgendwo so eine Laterne gewesen. Ich hätte diese komischen kleinen Viecher, diese Krabbelfiecher machen sollen. Und dann wäre bestimmt da irgendwo eine Laterne gewesen und dann hätte ich von da aus in Ruhe den Dicken nochmal versuchen können. Und wenn ich dann gestorben wäre, hätte ich das Ganze hier nicht nochmal machen müssen. Aber ich sterbe lieber. Und guck mir diesen wundervollen... Wenn es wenigstens ein Ladescreen wäre oder wenn wir hier verschiedene Bilder hätten. So ein bisschen Artwork-mäßig. Das wäre cool. Aber nein, haben wir nicht. Dennis merkt gerade an, wir sind leider nicht in Skyrim. Ach nee. Das ist nur ein Hinweis. Einmal kurz Energie regenerieren. So, du hast was fallen gelassen. Einmal Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Aber auch nicht von allen.
guck mal, Schildtyp. Wenn du mitgekämpft hättest, hättest du eventuell deine Freunde oder deine... Ich glaube, ihr seid keine Freunde, aber deine Leute, mit denen du hier zusammengelaufen bist, eventuell retten können. So kamst du wieder viel zu spät. Und diesmal vergesse ich den Schützen nicht. Oh. Hi, hi. Freut mich, dass ihr da seid. Komm, wisst ihr was? Wir machen jetzt mal kurz ein bisschen Risiko. Damit ich das bereuen werde. Dann brauchen wir doch mal eben zwei Hände. Nice. Aua. Oh shit. Oh shit. Oh shit, ich hänge an den Wagen fest. Wir gucken uns nochmal den Ladescreen an. Ich sollte es einfach sicher spielen und nicht einfach durchkämpfen. Also ich muss mich schon durchkämpfen, aber nicht so, wie ich es gerade gemacht habe. Das war jedenfalls nicht besonders gut. Ich möchte nochmal an diesem scheiß Feuer vorbeikommen und gucken, ob wir da noch eine neue Laterne bekommen. Ich möchte nicht die Folge beenden, ohne dass wir irgendwas geschafft haben. Gut, wir haben was Neues gesehen, wir wissen, was hinter dem Tor ist, aber wir konnten das, was hinter dem Tor ist, nicht besiegen und das ist irgendwie nicht wirklich befriedigend. So. Und von vorne. Jetzt haben wir weniger Molotovs als davor. Wir haben weiterhin irgendwie 19 mal heilen und irgendwie immer noch 19 Kugeln. So. Wenn ich die hier einfach, kann ich die so konfrontieren, dass ich nicht auf die warten muss? Oder geben die mir dann? Hallo, einfach mal bitte Target. Okay. Das ist nochmal gut gegangen. Er interessiert sich nicht dafür. So. Steht er hier rechts jetzt schon auf? Nö, das ist ihm auch wieder egal. Haben die irgendwie was gedroppt? Das würde ich nur kurz gucken. Ne, haben sie nicht. Ach, er hier aber. Ja, da wären drei Kugeln gedroppt. Dann habe ich wieder genügend. Ist der diesmal einzeln unterwegs? Ich will nicht, dass mir irgendeiner in den Rücken fallen kann. Das geht sonst wieder schief. Warum habe ich... Okay, wir haben auf jeden Fall unsere Seelen wieder. Ich meine, wir haben jetzt schon einige sowieso zwischendurch verloren, aber... Ach ja. Ich vergesse ich irgendwie auch immer wieder. Aber immerhin bin ich diesmal dir ausgewichen. Sollte vielleicht nicht unbedingt schießen. Gott. Shit. Das war die falsche Taste.
Really? Im Ernst? Schon wieder? Irgendwie, ich bräuchte, glaube ich, eine Tastatur. Ich verwechsel einfach ständig die Tasten. Obwohl ich eigentlich mit Konsolen immer aufgewachsen bin und nicht, wobei eigentlich, nein, eigentlich bin ich mit. Ja, ich weiß auch nicht. Ich will da noch vorbeikommen. Und wenn wir die Folge eine Stunde lang machen. Nein, das mache ich nicht, aber. So. Denn es hat euch Spaß gewünscht mit der tollen Folge, in der ich nur sterbe. So. Jetzt. Jetzt machen wir das hier. Und wenn ich jetzt sage, jetzt machen wir das hier ganz besonders vorsichtig, dann glaubt ihr mir das sowieso nicht, von daher. Ich sag jetzt einfach, wir schaffen das jetzt. Müsste mir da. Diesmal keine Fiole, das ist aber nicht nett von dir. Gut, dass ich es hier direkt am Anfang jetzt schon spannend mache. Also so mehr oder weniger spannend. Das war jetzt nicht so schlimm. Aber. Herkomm. Bam. Danke. Herkomm. Und auch du stirbst. Danke. Ihn kann ich irgendwie nicht immer anvisieren. Er möchte ab und zu nicht. Man kann ja nachvollziehen, dass er das nicht möchte, aber. Er muss. So. Ich ihn wieder vergessen. Aber das, da finde ich echt das System, dass man sich heilt, wenn man irgendwie Schaden zufügt. Oder also zumindest zeitlang. Das finde ich echt ganz praktisch. Ich meine, man hat jetzt nicht unbedingt einen Mangel an Heal-Sachen. Ich mein, wir haben momentan 17. Wir waren zwischendurch bei 19. Dementsprechend, ja, es ist weniger geworden. Aber das finde ich auf jeden Fall ganz angenehm. Aber ich gehe mal davon aus, dass auch das sich ändern wird. Nein, wir versuchen. Wir machen die Gegner, solange sie hier noch so gehen, töten wir einfach so. Gar nicht gerade störend gewesen, dass ich die Sachen aufgehoben habe. Und das ganze Bild dadurch versperrt war. So. Stand hier nicht sonst noch einer? Ach ja. So. Da hinten ist auf jeden Fall eine Patrouille eben abgehauen. Die muss ich eben machen. Und ich will sowieso von hier unten dann wieder da dran. Erstmal wieder an dem komischen Karren hängen bleiben. Der hat mich eben schon mal das Leben gekostet. Zwar nicht der, aber. So. Ich habe zwar, das war jetzt der Overheal, den ich mir jetzt gemacht habe, aber. Das ist nicht so schlimm. Vor allem haben wir da gerade schon wieder zwei neue Figuren bekommen. Irgendwie befürchte ich,
dass ich hier das doch in eine neue Folge bringen muss. Komm her. Jetzt hat er den scheiß Kieselstein vorbeigeworfen. Ich will da nie reinstürmen. So. Jetzt kommen die von weg. Das war irgendwie klar. Ja, links. Nicht rechts. Lebst du noch? So. Aua. So, wir kümmern uns wieder um den oben. Und erwarten irgendwann den Hund hier. Ah, da unten ist der. Ah, hahaha, da unten ist der Hund. Das frage ich mich nur gerade, ist der schon runtergefallen? Weil beim letzten Mal war er hier oben. Und vor allem muss ich aufpassen, dass der mir nicht gleich in den Rücken fällt. So. Hund, wo bist du? Wisst ihr was, wir gehen jetzt gerade einfach mal weiter. Im Zweifelsfall kommt mir der Hund nach. Der da unten steht. Aber das ist mir gerade egal. So. Hier war ja erstmal nichts mehr. Der unten an seinem Tor ist noch da. Oder er kann da erstmal bleiben. Ich möchte jetzt erstmal wissen, ob ich hier irgendwo. Okay. Hätte ich mir sparen können mit dem Molotow, aber. Sicher, sicher. Oh, da ist noch. Dritter. Okay, alles gut. Alles gut, alles gut. Wir haben eine Ölurne bekommen. Okay, was auch immer uns eine Ölurne bringt. Das schauen wir bei Zeiten nochmal nach. Aber nicht jetzt. Jetzt will ich wissen, ob hier noch irgendwo so eine bescheuerte Lampe ist, die ich anzünden kann. Aber es wird meiner Meinung nach irgendwann mal wieder Zeit. Gegner irgendwo? Hier haben wir auf jeden Fall das Item, was wir von der anderen Seite aus schon sehen konnten. Okay, das war so ein komisches Tauding. Jetzt fehlt. Hier muss irgendwo doch so eine Lampe sein. Komm schon. Hier vielleicht. Das wäre der perfekte Ort dafür. Aber nein, hier ist nichts. Die ganzen Türen sind auch immer noch verschlossen. Hier haben wir Hunde. Kommt der zweite? Wo ist der zweite Hund? Wo ist der zweite Hund? Oh Gott, dann hinten kommt noch eine Patrouille. Shit. Patrouille mit Hund und zwei Kerlen. Ne, mit drei Kerlen. Wow. Nicht sterben. Schnell heilen. So, das hat schon mal funktioniert. Ich habe immer noch den komischen, fiesen Fettsack da unten. Den möchte ich eigentlich nicht umgehen, aber ich möchte jetzt eigentlich nicht riskieren, den kompletten Weg nochmal machen zu müssen. Oh, da haben wir sechs Blut. Ja, jetzt haben wir auch genug Blutfiolen. Nicht, hießen die Blutfiolen? Warum? Warum? Leute, er fragt sich, warum? Ja, warum? 11 Schaden nimmt er davon. Okay. Das wird eine lange Folge. Oh Gott, oh Gott. Aufpassen. Ja, genau mit der Attacke hat er mir nämlich eben richtig schön gegeben. Davon wollen wir uns nicht nochmal treffen. Jetzt hängen wir hier am Brunnen fest. Oh, shit. Wow. Na, na. Möchtest du irgendwie zu... Oh Gott!
Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh. Puh. Alles gut, er ist tot. Jetzt gucken wir mal eben, ob das wirklich der von unten war, weil dann kann ich mir die Items von unten mitnehmen. Wenn das nicht der von unten war, dann suchen wir weiter das nächste Leuchtfeuer. Aber es war der von unten, okay. Gut, das wollte ich mir eigentlich ersparen, aber... Okay. Ey, wir haben eine Fackel gefunden. Und nochmal 4 Molotow-Cocktails, okay. Hätte ich ja eigentlich auch nochmal eben einen auf ihn werfen können, dann wäre das vielleicht auch nochmal ein bisschen safer gegangen. Aber... Naja. So, Leute, wir müssen jetzt auf jeden Fall noch die nächste Lampe finden, weil ansonsten kann ich hier nicht aufhören. Irgendwie habe ich die Befürchtung, dass irgendwie erst ein Boss kommt. Okay, mir wird gerade gesagt, ich kann die Folge dann auf 3 Stunden ansetzen. Dann würde ich sagen, was haben wir hier für einen Hinweis? Nichts hier außer Tarnen. Okay. Mit diesem schönen blutbedeckten Bild, also nicht Bild, aber mit dieser schönen blutbedeckten Person, beenden wir die Folge für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir hören die Givi noch ein wenig lachen und dann hoffe ich, seid ihr morgen auch wieder mit dabei, wenn wir uns auf die nächsten 3 Stunden Weg zur nächsten Lampe machen. Bis dann!